Es war drückend heiß an jenem Julitag 1952 in Texas, als ein kleiner sechsjähriger Junge namens Paul Alexander plötzlich über starkes Unwohlsein klagte. War es die Hitze oder doch etwas Schwerwiegenderes? Schließlich grassierte zu diesem Zeitpunkt die damals sehr gefürchtete Erkrankung Polio oder auch unter dem Begriff Kinderlähmung bekannt in den USA. Und das Virus verbreitete sich in diesem Sommer rasend schnell. Vorbeugend waren daher bereits Schwimmbäder geschlossen worden. Freizeitaktivitäten mit Freunden wurden unter den Kindern weitgehend verboten, um Ansteckung zu vermeiden. Polio kann nicht geheilt werden. Einen entsprechenden Impfstoff gab es erst Mitte der 1950er Jahre. Eine prekäre Situation, die Eltern sehr beunruhigte. Kein Wunder also, dass Pauls besorgte Mutter im nahegelegenen Krankenhaus anrief. Sie wollte aufgeklärt wissen, was mit ihrem Sohn los war. Hier wurde ihr gesagt, dass keine freien Betten zur Verfügung stünden. Paul sollte sich zu Hause ausruhen, Anstrengung vermeiden und sich dort erholen. Eine fatale Fehlentscheidung, wie sich herausstellen sollte. Vielleicht wäre alles glimpflicher ausgegangen, wäre der Junge früher ins Krankenhaus eingeliefert worden. In der Hoffnung auf Besserung vergingen die Tage. Doch es wurde schlimmer statt besser. Erst konnte Paul die Hände nicht mehr bewegen, dann die Arme und schließlich die Beine. Dies alles geschah in einem Zeitraum von 5 Tagen. Dann trat die Worst Case ein. Die Atmung funktionierte nicht mehr richtig und auch der restliche Körper versagte seine Dienste. Jetzt war es für die Eltern nicht mehr zu übersehen. Der Junge hatte sich mit dem Poliovirus infiziert. Es ging nichts mehr. Paul gelangte in einen desolaten und bewusstlosen Zustand in die Notaufnahme. Die Mediziner gaben ihm keine Chance mehr, legten ihn auf die Bahre und rechneten mit seinem baldigen Tod. Glücklicherweise sah einer der Ärzte das anders und führte einen Luftröhrenschnitt bei dem Jungen durch. Dieser rettete ihm wahrscheinlich das Leben. Paul hatte von allem, was geschehen war, nichts mitbekommen. Als er wieder wach wurde, konnte er nicht sprechen, nicht schlucken und nicht alleine atmen. Sein gesamter Körper befand sich in einer eisernen Lunge, die das Atmen für ihn übernommen hatte. Nur sein Kopf lag frei. Wahrscheinlich konnte Paul kaum trösten, dass er nicht alleine betroffen war. Viele Kinder lagen neben ihm, die ebenfalls wie er gefangen in den großen Beatmungsgeräten waren. Vielleicht war es ein Segen, dass der Junge zu diesem Zeitpunkt nicht wusste, wie lange ihn die eiserne Lunge in seinem Leben begleiten würde. Allerdings sollte sie ihn dennoch nicht so behindern, wie es zu vermuten wäre. Aber all dies konnte der Junge in seiner akuten Situation natürlich nicht wissen. 1,5 Jahre verbrachte Paul im Krankenhaus, versuchte über Mimik mit den anderen Kleinpatienten zu kommunizieren, was mehr schlecht als recht gelang. Und die Kinder verstarben, eins nach dem anderen. Eine grauenhafte Vorstellung, die den kleinen Paul belastete. Würde er auch sterben? Und wenn ja, wann? Er engagierte sich mit der Situation und versuchte stark zu bleiben. Viele in seiner Situation hatten den Lebenswillen wohl verloren. Schon für Erwachsene stellte die eiserne Lunge eine Herausforderung dar, die schwer bewältigt werden konnte. Aber ein kleiner Junge am Anfang seines Lebens? Was muss er durchgemacht haben? Doch Paul gab nicht auf, er wollte leben. Und so versuchte er mit Hilfe der Ärzte unterschiedliche Atemtechniken anzuwenden, um seine Lunge zu stärken und wieder in Funktion zu bringen. Die Ärzte hatten nach wie vor wenig Hoffnung und entließen Paul mitsamt der eisernen Lunge letzten Endes nach Hause. Seine Eltern hatten darauf bestanden. Paul war inzwischen derart abgemagert, dass allein die Tatsache schon gesundheitlich bedenklich war. Die Mediziner willigten sofort ein, da sie den Jungen nur noch einige Tage bis zum Tod gaben. Paul Alexander bewies ihnen das Gegenteil. Zu Hause angekommen, nahm der Junge immer mehr zu, aß gut und erholte sich sichtlich. Mit Hilfe eines Physiotherapeuten trainierte er eine bestimmte Atemtechnik, durch die die Luft an den Stimmbändern vorbei in die Lunge gepresst wird. Eine anstrengende Angelegenheit. Aber Paul wurde auf die richtige Weise motiviert. Sein Therapeut versprach ihm einen kleinen Hund, wenn er es schaffen würde, 3 Minuten auf diese Weise zu atmen. Paul wäre nicht Paul, wenn er dieses Ziel nicht erreicht hätte. Es dauerte zwar 1 Jahr, aber dann war es soweit. Der Hund zog ein, die 3 Minuten sogenannte Froschatmung stellten kein Problem mehr dar. Und es ging noch weiter, denn der junge Mann gab sich nicht mehr mit seinem Erfolg zufrieden. Er wollte mehr und schaffte es auch. Bald konnte er die eiserne Lunge für kurze Zeit verlassen. Freunde, die er gefunden hatte, schoben ihn im Rollstuhl durch die Natur. Was wohl die Ärzte dachten, als sie davon hörten.
Ihre niederschmetternde Prognose war schlichtweg falsch. Der Junge beherrschte zu diesem Zeitpunkt zwar das Lesen, das ihm seine Mutter beigebracht hatte, an eine schulische Ausbildung war zunächst nicht zu denken. Irgendwann aber erhielt Paul die Erlaubnis der Behörden, zu Hause unterrichtet zu werden. Und dies war der Start in ein Leben, das sich wohl niemand vorstellen konnte, der dem Jungen am Anfang der Polio-Erkrankung erlebt hatte. Auch die technische Seite gelang bestens. Pauls Vater befestigte einen Stift an einem Stock. Diesen konnte der Junge in den Mund nehmen und war so in der Lage zu schreiben. Er entwickelte einen erstaunlichen Ehrgeiz, der über die Jahre hinweg anhielt und sein gesamtes Umfeld beeindruckte. Dann war es soweit. Paul schloss die Highschool mit hervorragenden Noten ab. Aufgrund seines intensiven Atmungstrainings war er nun auch in der Lage, etliche Stunden im Rollstuhl zu sitzen, Zeit mit Freunden zu verbringen und sogar Restaurants zu besuchen. Er nahm wieder am Leben teil. Sogar den Traum vom Reisen verwirklichte er sich. Die eiserne Lunge immer dabei. Auf einem Truck. Soweit lief alles gut. Im ersten Anlauf gelang es ihm allerdings nicht, in der Southern Methodist University immatrikuliert zu werden. Hier stand ihm seine Behinderung dann doch im Weg. Paul Alexander gab wieder mal nicht auf. Und so kam es, dass seine Überzeugungskraft dazu führte, dass er dann doch noch zum Unterricht zugelassen wurde. Bedingung hierfür war jedoch, dass er einen Assistenten zur Unterstützung an seine Seite nahm. Paul hatte ein weiteres großes Ziel vor Augen. Er wollte Anwalt werden. Nachdem er an der University von Texas in Austin gewechselt hatte, machte er zunächst einen weiteren privaten Schritt nach vorn. Er zog aus seinem Elternhaus aus und nahm sich ein Zimmer in einem Studentenwohnheim. Er beschäftigte einen Angestellten, der ihn in alltäglichen Dingen und der Körperpflege unterstützte. In dieser Zeit traf Paul ein Mädchen, das ihm außerordentlich gut gefiel. Es entwickelte sich eine zarte Liebe, die jedoch je unterbrochen wurde. Die Eltern der Angebeteten waren so gar nicht mit der Beziehung einverstanden und verboten ihrer Tochter den Umgang mit Paul. Eine schmerzliche Erfahrung, mit der Paul nach eigenen Aussagen lange zu kämpfen hatte. Es ist wenig erstaunlich, dass Paul Alexander trotzdem die Prüfung zum Anwalt bestand und eine entsprechende Zulassung erhielt. Eine beeindruckende Karriere in diesem Beruf begann. Mehrere Jahrzehnte lang arbeitete er als Anwalt, hauptsächlich in Dallas. Hier stand ihm seine Behinderung nicht im Weg, Mandanten waren von seinen Fachkenntnissen und seinem scharfen Verstand überzeugt. Eigens für seine Auftritte vor Gericht besaß er einen umgebauten Rollstuhl. So wurde sein Körper gestützt. Während der Verhandlung nutzte Paul Alexander dann seine altbewährte Atemtechnik. Daher konnte er auf die eiserne Lunge im Gerichtssaal verzichten. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt wurde Paul im Jahr 1980. Er hatte sich ein neues Ziel gesetzt und kandidierte für die Präsidentschaftswahl. Leider hat es nicht geklappt, als erster US-Präsident im eiserner Lunge in den Annalen der Geschichte einzugehen. Mit über 70 Jahren spielt die eiserne Lunge mittlerweile im Leben von Paul wieder eine große Rolle. Die Froschatmung strengt ihn altersbedingt heute sehr an. Seine Eltern verstarben, sein Bruder ist tot, Paul mit seinem unerschütterlichen Willen hat sie alle überlebt. Auch die Verschleißerscheinung der eisernen Lunge, für die es keine Ersatzteile mehr gibt. Beatmungsgeräte sind moderner geworden und haben die eiserne Lunge abgelöst. Paul allerdings hat sich inzwischen so sehr an das Gerät gewöhnt, dass er auf die neueste Technologie verzichtet. Ein findiger Ingenieur konnte das alte Beatmungsgerät jedoch unter Zuhilfenahme alter ausrangierter Maschinen wieder reparieren. Und so wird Paul Alexander wohl der letzte Mensch sein, der sein ganzes Leben hinweg in oder neben der eisernen Lunge verbracht hat. Paul Alexander versucht sich heute als Schriftsteller. Sein erstes Werk, 3 Minuten für einen Hund. Mein Leben in einer eisernen Lunge benötigt 8 Jahre bis zu seiner Fertigstellung. Am zweiten Buch arbeitet Paul momentan. Auch an ihm sind die Jahre nicht spurlos vorübergegangen. Inzwischen benötigt Paul umfassende Pflege rund um die Uhr, hat aber den Lebensmut noch lange nicht verloren. Immer noch hat er Träume, die er verwirklichen möchte. Er engagiert sich stark dafür, dass die Polio-Schutzimpfung weiter durchgeführt wird. In einigen Teilen der Erde sind wieder Erkrankungen zu verzeichnen. Das hat nicht nur Paul Alexander alarmiert. Ganz verschwunden aus unserem Leben ist die Kinderlähmung nicht. Daher ist das Impfen vor allem in afrikanischen Ländern immer noch wichtig. Vorsicht ist nach wie vor geboten, um diese schreckliche Erkrankung nie wieder aufkommen zu lassen. Hättest du dein Leben in der eisernen Lunge auch so gut meistern können? Findest du ein Leben in der eisernen Lunge lebenswert? Schreib uns deine Meinung in die Kommentare. Bis bald.